Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Special-Video. Ihr habt euch gestern unter dem Vlog, in dem ich angekündigt habe, dass ich wieder da bin, gewünscht, dass ich mal so ein bisschen meinen Senf abgebe zu den Transfers der Bundesliga bisher. Und genau das möchte ich heute in diesem Video tun. Wir haben einige interessante Spieler auf jeden Fall gehabt. Es wird ein Podcast werden hier, so kann man das Ganze, glaube ich, beschreiben. Deswegen erwartet nicht zu viel im Hintergrund, da seht ihr jetzt eventuell eine kleine Grafik oder sowas. Aber an sich geht es heute, wie gesagt, um die Spieler, die jetzt in die Bundesliga gewechselt bzw. aus der Bundesliga weggewechselt sind. Und darüber möchte ich in diesem Video ein bisschen schnacken, über die Chancen allgemein auf dem Transfermarkt der Vereine und wie sie auf die neue Saison so vorbereiten. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung zu den anderen Vereinen und zu eurem Lieblingsverein natürlich in die Kommentare unten rein. Würde ich mich drüber freuen, wenn wir hier einen regen Austausch in den Kommentaren haben. Streitet euch nicht, sondern bleibt sachlich und objektiv. Da würde ich mich drüber freuen. Ich versuche auch so objektiv wie möglich zu bleiben. Und ja, ansonsten Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Ihr kennt das ja, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Alles mal auschecken. IG Vault für günstige Münzen, 6% Rabatt. Mit dem Code MAXGAMINGTV schnell und sicher geliefert. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen dahin gucken, denn da ist mein Bildschirm und da haben wir, wie soll ich sagen, auf jeden Fall Transfermarkt.de geöffnet und da kann ich mir dementsprechend jetzt mal die Transfers angucken. Ich war ja selbst unterwegs, ich war ja auf Gran Canaria, dementsprechend bin ich nicht ganz im Bilder. Wir haben einige interessante Transfers auf jeden Fall in den letzten Tagen gehabt, beispielsweise einen Martin Skrtel, der zu Fenerbahce geht, oder auch einen Hong Yong Ho, der schnelle Innenverteidiger von Augsburg, der für 4 Millionen zu Sunin geht. Anscheinend heute klar geworden, ich bin mir nicht ganz sicher. Jordan Ibe geht für 18 Millionen zum AFC Bournemouth. Also wir haben auf jeden Fall interessante Sachen dabei, aber wir konzentrieren uns heute auf die Bundesliga. Und dementsprechend schauen wir uns da mal an, was die Teams so gemacht haben. Gehen natürlich in der Tabelle bzw. in der Rangordnung von Transfer von oben nach unten. Dementsprechend könnt ihr euch denken, wann euer Verein ungefähr dran sein müsste. Oder ihr spult halt einfach ein bisschen vor. Und dann passt das, denke ich mal, auch ganz gut. Wir haben als allererstes natürlich den FC Bayern München. Und da starten wir direkt mal mit dem absoluten Top-Transfer. Und zwar nicht Renato Sanchez, sondern Mats Hummels, der Innenverteidiger vom BVB, der ja bereits vor längerer Zeit klar war, dass der zum FC Bayern wechseln wird. 38 Millionen marktwertgerechte Ablösesumme und damit haben sie eventuell das beste Innenverteidiger-Duo der Welt auf ihrer Seite. Natürlich sind Ramos und beispielsweise Pepe oder auf der anderen Seite bei, Barcelona hat eigentlich nur Piqué. Mathieu beispielsweise ist in meinen Augen nicht ganz so stark wie ein Hummels im Vergleich und allgemein ist ein Piqué auch nicht so stark wie ein Boateng, aber haben auf jeden Fall schon eines der stärksten Innenverteidiger-Duos der Welt und das wird sehr, sehr schwer werden, die zu überspielen. Dazu natürlich noch, wie gerade gesagt, Renato Sanchez, der kommt von Benfica Lissabon für 35 Millionen, eine Klasse EM gespielt, ist Europameister geworden mit Portugal und hat sein Talent in Ansätzen zumindest mal gezeigt. Am Anfang war ich nicht so überzeugt, aber mittlerweile sieht das schon ganz stark aus, was der so zeigt und ich bin gespannt, ob er das auch in der Bundesliga unter Beweis stellen kann. Ich denke mal, dass Ancelotti nicht umsonst geholt haben wird und einiges mit ihm vorhaben wird. Und der Junge ist 18 Jahre alt, er hat schon einen Markt von 20 Millionen, 35 Millionen eingespielt, der Europameister geworden. Es gibt definitiv schlechtere Vitas und bei Bayern setzt man mittlerweile echt extrem auf die Jugend, wenn man mal so guckt. Die haben auf jeden Fall Verjüngung vorgenommen auf den Flügeln, wo Robben und Ribéry nicht mehr lange machen werden, haben sie mit Coman und mit Lucas Costa sehr starke Spieler in der Mitte, mit Kimmich oder Renato Sanchez. Das geht auf jeden Fall schon ganz gut. Klar, abgegeben haben sie auch einige Spieler und zwar Sebastian Rode für 12 Millionen zu Dortmund und das Thema kennen wir ja bereits aus dem Karriere Modus und Pierre-Emil Höbiek, das sehe ich gerade zum ersten Mal, der geht für 15 Millionen zum FC Southampton, das ist natürlich für Southampton guter Transfer, wieder ein Spiel, den sie ausbilden können, da sind sie ja gut drin und für Bayern klasse, denn für den Spieler hätte ich niemals 15 Millionen bezahlt bei dem Marktwert von 6 Millionen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass sie den für so viel Geld abgegeben haben, aber da sieht man wieder, die Kaufkraft der Premier League ist einfach richtig krass. Ich denke, bei Bayern muss man gar nicht viel sagen, denn bei denen gibt es keinen sonderlich großen Umbruch. Die werden einfach nur noch stärker, als sie sowieso schon sind. Und von daher, ja, denke ich mal, passt das ganz gut. Dann haben wir Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé gekommen von Stade Rennes für 15 Millionen. Sebastian Rode für 12 Millionen, genauso wie Rafael Guerreiro von Lorient, ebenfalls ein Europameister. Marc Bartra kennen wir ja schon, Emre Mor, Mikel Merino und Blaschikowski ist wieder da. Er war ja an Florenz ausgeliehen. Jetzt haben sie auch einige Stammspieler verloren, dazu kommen wir gleich. Neuzugänge, ja, Dembélé ist der größten europäischen Talente. Der wird, denke ich mal, sehr, sehr gut einschlagen, hoffe ich zumindest. Sebastian Rode, ein erfahrener Bundesligaspieler, der definitiv im Mittelfeld zumindest ein bisschen die Lücke von Ilkay Gündogan schließen kann. Rafael Guerreiro auf der linken Seite auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu Schmelzer und Durm. Marc Bartra als Innenverteidiger kann Hummels vielleicht nicht 1:1 ersetzen, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, ein guter Innenverteidiger zu sein. Emre Mor haben wir ja bereits bei der EM gesehen in Ansätzen mit der Türkei. Ein sehr, sehr starker Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial hat und ich denke mal auch gut weiterhelfen wird. Mikel Merino auch ein talentierter Mittelfeldspieler und Blaschikowski, ein erfahrener alter Hahn, der auf jeden Fall auch nochmal
ein bisschen helfen kann nach dem Abgang von Mkhitaryan, wenn er denn überhaupt bleibt und nicht eventuell selber wegwechselt. An sich muss man ganz ehrlich sagen, dass die sehr, sehr junge Spieler geholt haben mit sehr, sehr viel Potenzial. Ob dieser Umbruch dann wirklich erfolgreich sein wird, muss man sehen, aber Tuchel kann mit solchen Spielern und deswegen glaube ich, dass die Youngstars auf jeden Fall eine gute Alternative sind und dass Dortmund da alles richtig macht, momentan mit diesen jungen Spielern zu fahren. Sie werden viele weiterentwickeln. Momentan ist noch Götze als Gerücht weiter da. Damit hätten sie einen weiteren Zehner. Auf den Außen sind sie jetzt gut besetzt mit Reus, Dembélé, mit Emre Mor, mit Błaszczykowski theoretisch. Und ich denke mal, dass... Ja, passt alles ganz gut. Mal sehen, wen sie da noch holen werden. In der Defensive, in meinen Augen, haben sie noch ein bisschen Bedarf. Sokrates ist ein guter, theoretisch auch Ginter ein guter beispielsweise. Aber ich glaube nicht, dass ein Bartran Hummels ersetzen kann. Und wenn sie mit Bayern konkurrieren wollen, dann brauchen sie nochmal einen richtigen Kracher. Ob sie den holen werden, ich glaube eher nicht. Ich glaube, die machen mit Bartra weiter und eventuell fördern sie ein bisschen die eigene Jugend und packen Ginter von rechts wieder in die Innenverteidigung. Aber wir werden sehen. Und die Abgänge, naja, mal sehen, wie sie die kompensieren können. Natürlich, die Klasse von Mkhitaryan, von Hummels und Gündogan ist sehr, sehr schwer zu ersetzen. Aber die sind nun mal für viel Geld gewechselt. Und ich denke mal, das Geld hat man sinnvoll investiert in die Zukunft und von daher wird man da keine Probleme haben, weiter oben mitzuspielen, denn in meinen Augen sind die beiden wichtigsten Spieler mit Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang geblieben. Mkhitaryan, sehr schwieriger Charakter, Gündogan war öfter mal länger verletzt und Hummels hat, naja, okay, Hummels ist wirklich schon ein heftiger Abgang, aber ich denke, Sokrates kann so in gewisser Weise in seine Fußstapfen treten, das wird schon irgendwie werden. Gut, Leverkusen als nächstes, Kevin Volland, Julian Baumgartlinger, Jonas Meffert wurden geholt, Meffert für 600.000 nur von Karlsruhe, defensiver Mittelfeldspieler jung, genauso wie Daniel Da Costa von Ingolstadt, also die haben sie auf jeden Fall für ja, gutes Geld geholt, für eigentlich gar kein Geld. Und das sind talentierte Spieler, die sie auf jeden Fall aufbauen können. Und auf den Positionen haben sie zumindest ersatzweise noch Bedarf gehabt. Julian Baumgartlinger für 4 Millionen von Mainz. Festgeschriebene Ausstiegsklausel, der hat mit Mainz die Klassensaison gespielt. Der wird als Allrounder im Mittelfeld definitiv von Nutzen sein in der Rotation. Wenn sie in der Champions League in der Champions League sind sie, glaube ich, richtig drin. Naja, wenn sie in der Champions League kommen, auf jeden Fall. Und in der Gruppenphase dann in der Liga, im Pokal und so weiter und so fort. Passt das ganz gut. Ein Top-Transfer haben sie auch noch gemacht mit Kevin Volland für 20 Millionen von Hoffenheim geholt. Haben sie eine gute Ergänzung für die Außenbahn. Da haben sie ja momentan beispielsweise mit Bellarabi und Julian Brandt sehr, sehr starke Spieler, aber ich denke mal, Volland ist eine sinnvolle Ergänzung, gerade auch im Sturm. Sie haben Chicharito, sie haben Kiesling, aber der wird auch nicht jünger und Volland ist ein flexibler Spieler, der auf allen möglichen Positionen einsetzbar ist, von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer. Dazu beispielsweise noch Spieler geholt wie Joel Payan-Palo, der ja bei Fortuna Düsseldorf ab und zu mal gezeigt hat, was er kann. Levin Öztunali von Bremen als Rechtsaußen bzw. Zehner auch definitiv brauchbar und von daher ist das sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite Kramer abgegeben, aber die Lücke kann halt perfekt geschlossen werden, direkt mal von Julian Baumgartlinger, der geht zurück zu Borussia Mönchengladbach für 15 Millionen und ja, ansonsten noch Jonas Meffert. Oh, den haben sie direkt wieder verkauft. Okay, dann brauchen sie die Lücke doch nicht schließen. Die haben sie an Freiburg verkauft, haben ein bisschen Gewinn gemacht, 600.000. Bönisch ist ja ablösefrei gewechselt, Vertrag ist ausgelaufen, aber ansonsten sieht das ganz ordentlich aus bei Leverkusen, kann man ja so sagen. Borussia Mönchengladbach, die haben sich sehr, sehr stark verstärkt in meinen Augen, haben nochmal Ergänzungen vorgenommen auf den wichtigsten Positionen, haben natürlich auch einen wichtigen Spieler abgegeben, und zwar den Routinier, den absoluten ja, Superstar im Mittelfeld, Granit Xhaka für 45 Millionen, aber zu Arsenal, von daher müssen sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Ich denke mal, dass sie dafür einen guten Ersatz gefunden haben mit Christoph Kramer, der eventuell nicht ganz so schussstark ist, nicht ganz so der Abräumer, nicht ganz so der Spielmacher, aber der auf jeden Fall auch Potenzial hat, ein guter Mann ist, und auch wenn er Xhaka in meinen Augen auf keinen Fall ersetzen kann, weil ich Xhaka einfach extrem schätze und extrem geil finde, ist das ein guter Ersatz. Yannick Westergaard, damit haben sie für die Innenverteidigung einen richtig starken Spieler geholt. Sie haben ja allgemein gute Talente in der Innenverteidigung und auch gute Routiniers mit Toni Janschke beispielsweise, mit Ruhl Brauers haben sie einen abgegeben, mit Harvard Nordfire einen weiteren, den sie ablösefrei verloren haben an West Ham, aber da haben sie, denke ich mal, mit Yannick Westergaard vom einen sehr, sehr guten Transfer gemacht. Das ist ein sehr, sehr starker Innenverteidiger, der versteht sich wahrscheinlich perfekt mit Christensen, der ja auch Däne ist. Und für 12,5 Millionen ist das in meinen Augen ein sehr guter Transfer, weil Westergaard auch noch Potenzial hat. Ist erst 23 Jahre alt, da geht auf jeden Fall noch einiges. Dazu haben sie Laszlo Benes geholt von Žilina aus der Slowakei, nehme ich jetzt einfach mal an. 2 Millionen für ein 18-jähriges Talent kann man auch machen. Und Tobias Strobel nochmal eine Ergänzung fürs defensive Mittelfeld, ablösefrei von Hoffenheim. Was willst du mehr? Innenverteidiger-Talent dann noch mit Doucouré, das ist auch in Ordnung. Und Josip Drimmitsch kriegen sie noch von der Leihe zurück von Hamburg. Mal sehen, ob sie die verkaufen werden. Aber das sieht schon sehr gut aus. Branimir Rigotta geht zu Eintracht Frankfurt ablösefrei. Aber das ist auch kein wirklicher Verlust, weil der ja nur in der Euroliga ab und zu mal geglänzt hat. Und ich denke mal, bei Gladbach geht einiges, was die Transfers angeht. Eber macht da wieder einen sehr guten Job. Und ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Schalke hat, naja, keine wirklich krassen Spieler abgegeben. Clemens, der bei Mainz überzeugt hat, ist jetzt zu Mainz gegangen. Leipertz, naja, Robert Leipertz, von dem hat man auch nicht mehr viel gehört. Der ist, wie ist denn der überhaupt da gewesen?
gewesen? Ich habe keine Ahnung. Marco Höger, ja, zum ersten FC Köln war ja auch schon länger klar. Marvin Friedrich, das ist ein Talent, das sie abgegeben haben an Augsburg, aber der ist ja auch nie wirklich durchgestartet. Neustädter, den wollten sie ja sowieso nicht mehr haben, ist zu Fenerbahce gewechselt. Okay, Joel Matip, das ist natürlich eine Sache, weil er ablösefrei gegangen ist zu Liverpool, aber der hat auch viele Patzer gehabt in der Vergangenheit. Von daher vielleicht auch nicht so schade. Um Belander ist es schon eher schade, genauso wie um Højbjerg, die beide ja von ihren Leihen ja zurückgekehrt sind zu Kiew bzw. zu Bayern. Und Højbjerg haben wir ja bereits gesehen, ist zu Southampton gegangen. Aber Belander, den fand ich persönlich sehr stark, konnte sich nicht so extrem beweisen, aber wäre auf jeden Fall ein interessanter Transfer gewesen für die Zukunft nochmal. Ist auch erst 26 Jahre alt, hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial gehabt. Aber gut, im Endeffekt haben sie sich auf anderen Positionen nochmal anders verstärkt. Ich sehe gerade, sie haben Leipzig direkt wieder verkauft. Für 1,5 Millionen haben sie für 300.000 gekauft von Heidenheim und für 1,5 Millionen an Ingolstadt verkauft. Auch mal interessant. Sie haben sich verstärkt, sie haben in der Defensive einen sehr routinierten Spieler geholt, der auf jeden Fall in der Innenverteidigung neben Benedikt Höwedes gut auflaufen wird. Und zwar ist das Naldo, der Brasilianer, 33 Jahre, zwar mittlerweile schon alt, aber ich denke mal, der kann Martin mehr oder weniger gut ersetzen, zumal er die Erfahrung hat und eher selten in der Vergangenheit Wackler gezeigt, auch wenn die Saison am Ziel mit Wolfsburg alles andere als glücklich verlaufen ist. Breele Mbolo haben wir dann auch 27 Millionen, hat der gekostet und der soll im Normalfall Hündeder ersetzen, aber der möchte jetzt doch nicht weg. Ich bin gespannt, was da werden wird. Ich hoffe, dass Mbolo den Vorzug erhalten wird mit Isanto, denn ich denke, dass Hündeders Zeit vorbei ist. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass der doch noch irgendwie wegwechselt in eine Premier League oder eventuell zu Ajax zurück oder so. Und ich mag ja Hündelein, das wissen vielleicht einige von euch. Und ja, Breele Mbolo, denke ich mal, ein sehr interessanter Transfer. Cool, dass die Bundesliga den gewinnen konnte. Und im Endeffekt geht er nicht zu RB Leipzig, sondern zu Schalke. Mal sehen, was sie mit dem anfangen können. Und ich hoffe, dass er nicht floppen wird, sondern dass er gut einschlagen wird. Bisher hat er sich ja leider Gottes nur in der Schweizer Liga bewiesen. So, Mainz 05, die Sensationsmannschaft der letzten Saison, klasse Saison gespielt. Und auch die haben gute Transfers gemacht, haben wir gerade bereits gesehen. Christian Clemens, der sich als Stammspieler etabliert hat, wurde für 2 Millionen gekauft. Dann nur haben sie José Rodríguez von Galatasaray geholt. Für 2,1 Millionen ist auch in Ordnung. Dann haben sie Lössl geholt als Ersatztorwart, beziehungsweise als Stammtorwart, weil Karius ja weggewechselt ist zu Liverpool von EA Guingamp und oder EA Guingamp und ich denke mal, das ist in Ordnung. Holtmann haben sie geholt von Braunschweig, der hat sich sehr, sehr stark gemacht bei den Peine Ostlern. 21 Jahre alt, hat auf jeden Fall Potenzial, dazu noch einen sehr potenzialreichen Innenverteidiger, geholt von RC Lens für 5 Millionen, den Kollegen Gbami oder Gbma oder wie auch immer ausgesprochen wird. Zimling kommt zurück von der Leihe, Beister kommt zurück von der Leihe, die werden sie wahrscheinlich verkaufen, genauso wie Halimi, der zurück von der Leihe kommt und dann die Shahin. Aber das sieht alles sehr, sehr stark aus und natürlich der Top-Transfer, auch von der Summe her. John Córdoba, den sie komplett verpflichten konnten, der ist von Granada für 6,5 Millionen, ist ein starker Spieler, hat sein Können gezeigt und ich denke mal, dass sie mit dem auf jeden Fall einen starken Sturm haben. Allerdings brauchen sie eventuell noch einen Ersatz für Baumgartlinger im Mittelfeld. Moritz geht auch zu Kaiserslautern, auch wenn von dem nicht mehr wirklich viel zu hören war. Elkin Soto geht zurück nach Kolumbien nach seiner schweren Verletzung, er nicht mehr wirklich in die Spur gekommen, aber sie haben ihn behalten und das war eine sehr große Geste. Ich denke mal, dass gerade ein José Rodríguez geplant ist, um Baumgartlinger zu ersetzen, aber das wirklich schaffen wird, müssen wir sehen, aber ich denke, vielleicht wird da noch ein bisschen was passieren. Einnahmen haben sie auf jeden Fall einigermaßen, aber nicht genug in meinen Augen, denn 6,2 Millionen für Karius waren zu wenig, aber vielleicht kann Lössl den ersetzen. Ist, denke ich mal, ein guter Keeper, auch wenn Karius natürlich vom Potenzial her deutlich stärker war, aber müssen wir schauen. Auf jeden Fall scheint bei Mainz ein bisschen was zu gehen und ich hoffe, dass die Euroleague-Saison gut für die verlaufen wird und dass sie nicht abstürzen werden, wie beispielsweise ein Augsburg oder andere Vereine, wie beispielsweise Freiburg. Hertha BSC wird auch Euroleague wahrscheinlich spielen. Die haben ja im Endeffekt Vedad Ibisevic geholt von Stuttgart. Der war ja sowieso schon geliehen. Und Hajime Hosogai haben sie jetzt auch zurückbekommen. Allerdings werden sie den wahrscheinlich verkaufen, bin ich mal relativ sicher. Und abgegeben haben sie eigentlich noch nicht wirklich was. Abgesehen von Sascha Burchardt, der jetzt zu Greuther Fürth gegangen ist. Vandenberg zu Getafe ablösefrei. Ja, da ist nicht wirklich viel passiert. Also bei Hertha muss noch ein bisschen was kommen. Bin ich gespannt, wo die sich noch verstärken werden. Aber bisher kann man da relativ wenig drüber sagen. Ja, der VfL Wolfsburg hat dann schon ein bisschen mehr gemacht. Die haben sich einige interessante Spieler geholt und zwar haben sie, und jetzt passt auf, also einmal Yannick Gerhardt, einen sehr starken zentralen Mittelfeldspieler mit unglaublich viel Potenzial, der auf jeden Fall, ja, definitiv Spieler ersetzen kann, wie beispielsweise wen haben sie da eigentlich nicht mehr? Sie haben noch alles noch. Vielleicht geht Gustavo nach China, aber ich denke mal, Gerhard ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Spieler, der bei Köln Stammspieler war unumstritten und sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Ich denke mal, das wird er auch bei Wolfsburg weiterhin so machen und der wird sich sehr stark entwickeln. Mit Arnold haben sie da zwei unglaublich talentierte Mittelfeldspieler, mit Gila Vogi auch noch einen, der definitiv noch nicht am Ende seiner Entwicklungsphase angekommen ist, auch wenn er schon 25 ist. Das läuft auf jeden Fall ganz gut. Dazu haben sie Jeffrey Bruma geholt, haben damit einen guten Ersatz gefunden, einen relativ jungen Ersatz noch für Naldo. Der war in seiner Zeit bei Hamburg noch nicht so stark, aber mittlerweile, auch wenn er teilweise ein bisschen brutal spielt, ein sehr, sehr starker Innenverteidiger, haben sie für 11 Millionen
Millionen von Eindhoven geholt. Mal sehen, wie der sich in der Bundesliga zurechtfinden wird oder auch mal floppen wird. Ich hoffe, dass er sich natürlich zurechtfinden wird. Brekalo haben sie geholt von Zagreb. Ich bin gespannt, was mit dem passieren wird. Das ist ein 18-jähriger, sehr talentierter Linksaußenspieler. Da haben sie theoretisch einen mit Draxler, aber der ist ja eher Zehner, in meinen Augen zumindest. Auf rechts haben wir beispielsweise Vierinja. Caligiuri ist, glaube ich, auch gewechselt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, Caligiuri ist noch nicht gewechselt, aber wird wahrscheinlich wechseln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ein talentierter Außenspieler, vor allem als guter Ersatz für Schürrle, der ja wahrscheinlich weggehen wird zu Dortmund. Und ich denke mal, den werden sie gut aufbauen können. Osimhen haben sie dann geholt von den Ultimate Strikers aus Nigeria. Mal sehen, was mit dem so werden wird. Der hat noch keinen Marktwert, aber gilt als Riesentalent. Ist auch 18 Jahre alt, 3,5 Millionen. Auf jeden Fall in der Konkurrenz zu Bas Dost im Sturm. Dann haben sie noch Didavi natürlich geholt auf die 10. Das ist ein sehr guter Transfer gewesen, ablösefrei von Stuttgart gekommen. Und Gilabogi für 3 Millionen, also 9 Millionen unter Marktwert. Von Atletico Madrid, der war ja bereits ausgeliehen. Bin ich gespannt, was mit dem so passieren wird. Ja, können sie auf jeden Fall alle machen. Ob sie sich machen werden, ist die große Frage, aber wir werden das sehen. Felipe und Naldo, die beiden Brasilianer, sind weggegangen. Der eine zu Chaves nach, wo ist denn das? Erste Liga Portugal, sind wahrscheinlich aufgestiegen. Und Naldo halt, wie gesagt, zu Schalke 04. Ja, einen starken Innenverteidiger verloren, eine starke Identifikationsfigur, aber mit Jeffrey Bruma einen neuen guten Ersatz geholt und auch sonst sich mit jungen Talenten auf den Außenbahnen bzw. im Mittelfeld gut verstärkt. So, sieht ganz gut aus. Ich denke mal, die können wieder international angreifen. Muss man schauen. Köln. Ja, die haben ja in der Vergangenheit immer wieder mit auf sich, gerade wegen Schmadtke, auf sie aufmerksam gemacht, haben ein gutes Konzept, können eventuell irgendwann mal international angreifen, auch wenn ich das noch nicht so sehe, weil bei Köln ist es so, die ja, Offiziellen sind vielleicht nicht so ganz so laut, aber die Fans sind immer gleich komplett begeistert, rasten immer gleich aus und sind teilweise ein bisschen unrealistisch. Mal sehen, ob die international agieren können, beziehungsweise angreifen können. Ich glaube es eher nicht, denn sie haben starke Spieler verloren und können sie in meinen Augen noch nicht so wirklich ersetzen. Sie haben mal wieder einen ehemaligen 96er geholt mit Konstantin Rausch für die Außenbahn, ablösefrei von Darmstadt. Ist in Ordnung, kann man machen. Rausch in meinen Augen nicht der allerbeste, aber als Backup auf jeden Fall brauchbar für die Außenbahn- oder Linksverteidigerposition. Dazu ein Artioms Rudnes als Stürmer, definitiv ein ordentlicher Ersatz, aber da fehlt es auf jeden Fall noch an anderen Positionen. Dazu kommen wir gleich nochmal, denn Anthony Modest ist ja, soweit ich weiß, ist der, geht der jetzt nach China? Ich bin mir gar nicht sicher, das muss ich mal ganz kurz nachgucken, ich habe da irgendwas gehört. Modest, jetzt doch nicht mehr. Habe ich nicht irgendwas gelesen von dem über China? Blablabla. 11.07. Achso, ist gescheitert. Der Wechsel, naja gut. Dann bleibt Modest doch. Egal, auf jeden Fall haben sie noch einen weiteren im Köcher, einen weiteren Transfer. Irgendeinen aus der französischen Liga, den ich nicht kenne, aber gut. Dann haben sie mit Modest, Osako, Hosina ist weg. Modest, Osako, ja gut, ihr wisst schon. Simon Zoller haben sie ja noch. Und mit Artioms Rudnevs und diesem neuen auf jeden Fall vier Stürmer. Wenn sie Doppelspitze spielen, passt das. Und auch wenn Rudnevs im Normalfall, der hat ja bei 96 leider ja auch nicht überzeugt, im Normalfall nur Ergänzungsspieler sein sollte oder Ersatzspieler sein sollte, haben sie da auf jeden Fall ablösefrei ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. Marco Höger, mal sehen, wie der sich entwickeln wird. An sich ein Fighter und Allrounder, den sie im Mittelfeld gebrauchen können, der eventuell Vogt ersetzen kann, da er zu Hoffenheim gegangen ist, den sie nicht mehr wirklich brauchen konnten, auch wenn ich Vogt eigentlich immer ganz gut fand. Allerdings haben sie noch keinen Ersatz gefunden für Gerhard. Und das wird auch schwierig werden, denn so einen talentierten Spieler kriegst du nicht zum ersten FC Köln normalerweise. Sind ja interessiert an Sané, ob der wechseln wird. Steht in den Sternen, 96 möchte ich nicht abgeben unter 10 Millionen. Pokern ein bisschen, ja, wollen sich ein bisschen annähern. Ist ja auch ihr gutes Recht, er hat Vertrag für die zweite Liga. Köln hat bisher nur lächerliche Angebote gemacht. Poker natürlich genauso. Muss man sehen, ob das was wird. Ich hoffe, dass Sané bei Hannover bleibt mittlerweile, weil er eine sehr gute Vorbereitung macht und auch ambitioniert scheint für die zweite Liga. Scheint sich damit abgefunden zu haben und scheint auch wirklich Motivation zu haben, was ja sehr schön ist. Und ich hoffe, dass er nicht hingeht. Wenn er hingeht, haben sie auf jeden Fall einen guten Sechser. Ansonsten müssen sie noch weiter umschauen. Bin ich mal gespannt. Subotic geht jetzt wahrscheinlich zu Middlesbrough und doch nicht zu Köln. Also Innenverteidigung, ja. Also sie haben gute Spieler, ja, sie haben ordentlichen Kader, aber nicht so, wo man sagen würde, international, sondern eher so, vielleicht kein Abstiegskampf, sondern eher Mittelfeld. Bisher fehlt mir da noch wirklich so das wirklich krasse Grundgerüst, weil sie haben gute Spieler wie Risse und so, aber das sind halt auch so keine Stars, so, wisst ihr, das sind so Spieler, die passen gut zu Köln, die sind an sich ganz stark, aber halt auch keine Superspieler, so. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was da bei Köln gehen wird. Muss man schauen. Mit Yannick Gerhardt auf jeden Fall ein großes Talent verloren. Das ist schade, aber muss man sehen. Hamburg. So, bei denen tut sich was und das ist sehr beeindruckend, denn sie haben gute Transfers gemacht in meinen Augen, gute junge Spieler geholt, aber die Frage ist, wie können die sich beweisen? Denn das ist wirklich eine sehr, sehr starke,
starkes Problem, sage ich mal. Dem hierbei geht zu Hoffenheim, der hat sich ja bei Düsseldorf ganz gut bewiesen. Der wird aber nicht bei Köln weiter spielen. Drobny ist weg, Olic ist weg, Katscher ist weg, Iličević ist weg, Philipp Müller ist weg. Habe ich Drobny gerade schon erwähnt, Rudnes haben wir gerade schon gesagt, Matti Steinmann ist weg. Dann haben wir Guaida, der weg ist, nach St. Gallen ausgeliehen. Und Drimmitsch, der weg ist, der zurück zu Gladbach geht. Hamburg hat nicht so viel Geld, aber sie machen zumindest momentan ein bisschen was draus. Es scheint aufwärts zu gehen beim HSV. Dem hierbei haben sie ja direkt halt wieder abgegeben, nachdem er von der Leihe zurückgekehrt ist. Guaida haben sie abgegeben nach St. Gallen, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Soltan Stieber haben sie zurückbekommen und auch noch nicht abgegeben. Mal sehen, was sie mit dem machen werden. Bakari oder Bakary Yatta, der Kollege aus Guinea, kommt da ja, glaube ich, aus Gambia. Gambia war es, glaube ich, ne? Ja, Gambia. Der Flüchtling, wenn ich mich recht erinnere. 18 Jahre alt, hat Talent, aber was kann er zeigen? Das ist die Frage. Genau das gleiche mit Ferrati, den haben sie von Stuttgart geholt. Günstig haben wir auch gleich wieder weiterverliehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, haben sie an Düsseldorf weiterverliehen. Ein Ersatztorwart haben sie geholt mit Matenia, Luca Waldschmidt, 20 Jahre alt, hat noch nicht wirklich was gezeigt. Und Bobby Wood, der sich in der ersten Liga auch noch nicht bewiesen hat. Das sind gute Spieler, versteht mich nicht falsch. Das sind gute Spieler mit viel Potenzial. Aber ob sie sich wirklich durchsetzen können, wirklich beweisen können, das ist die Frage. Ich glaube, dass bei Hamburg aufwärts geht. Aber ich glaube, sie haben auch sehr viel Potenzial bzw. Bedarf noch auf einigen Positionen, weil ganz stark ist das noch nicht und sonst gerät man eventuell wieder in den Abstiegskampf. Und das will man in normalen Fällen vermeiden. Muss man sehen, was da so passieren wird. Ich bin noch skeptisch, aber glaube, dass da was gehen kann. Ingolstadt hat sich mit Hansen verstärkt von Den Haag, nachdem sie ja beide Keeper, glaube ich, verloren haben. Ne, nur einen Keeper haben sie verloren. Özcan, den Stammtorwart. Nyland ist noch da. Nyland ist auch ein guter Keeper. Mit Hansen haben sie einen guten Ersatz. Das passt auf jeden Fall. Robert Leipertz haben sie sich geholt von Schalke 04 für 1,5 Millionen. War in der zweiten Liga für Heidenheim aktiv und hat da ganz gute Leistungen gebracht. Mal sehen, wie es in der ersten Bundesliga werden wird. Sonny Kittel haben sie sich geholt, ablösefrei von Frankfurt. Der hat immer wieder mal gespielt und hat eigentlich solide Leistung gebracht und da passt ins Konzept, finde ich, von Ingolstadt. Passt da gut rein, ist ein junger Spieler mit ein bisschen Potenzial noch. Mal sehen, wie sie den aufblühen lassen können. Natürlich haben sie auch Spieler abgegeben und zwar, naja, Kachunga, ja, aber der hat ja keine wirklich Rolle gespielt, zu Huddersfield per Laie. Danilo Soares, der geht ablösefrei, der Linksverteidiger, Rechtsverteidiger Konstantin Engel geht auch. Dani da Costa, Stammverteidiger, soweit ich mich erinnere, geht zu Leverkusen, da müssen sie noch einen Ersatz finden, da haben sie in meinen Augen noch keinen. Da muss man mal schauen, Hauke Wahl haben sie geholt als Innenverteidiger, der kann eventuell Hübner ersetzen, der zu Hoffenheim gegangen ist, aber der ist Abwehrchef gewesen, das wird auch schwierig. Müssen wir mal schauen, aber ich glaube nicht, dass Ingolstadt wirklich Probleme haben wird. Ich denke, die werden mit ihrer Spielidee und, wobei, Hasenhüttl ist weg. Ja, da muss man vielleicht doch mal schauen. Also vielleicht doch ein bisschen mehr Abstiegskampf. Aber ich habe es Ingolstadt gegönnt, dass sie jetzt im Mittelfeld waren und keine wirkliche Rolle im Abstiegskampf gespielt haben. Und ich hoffe, dass auch nächste Saison so sein wird. Aber die Transfers geben noch keinen wirklichen Aufschluss darüber. Anders ist das beispielsweise bei Frankfurt. Bei denen tut sie nämlich richtig was. Finn Bogason geht zu Augsburg. Usami geht zu Augsburg. Marvin Friedrich geht zu Augsburg. Georg Teige geht zu Augsburg. Djurdjic kommt zu Augsburg zurück. Und Lute kommt auch zu Augsburg. Also sie haben... Okay, er geht auch gleich wieder Djurdjic. In Ordnung, Sascha Mölders geht zu 60 München. Okay. Aber sie haben, abgesehen von Ho, keine wirklichen Transfers gemacht, wo man sagen müsste, Mist, das ist ein großer Verlust, auch wenn Ho in meinen Augen auch kein riesiger Verlust ist, und haben eher gute dazu gewonnen. Usami ist ein starker Stürmer, Finn Bogason ist ein starker Stürmer, Marvin Friedrich ist ein gutes Talent und Teigl ist auch kein schlechter. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, dass Augsburg dieses Jahr hoffentlich wenig mit Abstiegskampf zu tun haben wird, sondern sich eher im Mittelfeld einpendeln wird. Es scheint ganz gut zu sein, Weinziel ist ja jetzt mittlerweile weg, soweit ich mich erinnere. Ich bin mir nicht sicher, auch... Dirk Schuster, ach ja, die haben ja Schuster geholt von Darmstadt. Wie der dahin muss, muss man auch mal schauen. Aber ich will mich da nicht zu... sie haben noch nicht so viel gemacht und da kann man wenig zu sagen. Bremen, Florian Kainz geholt, Moisander geholt jetzt und Faludian geholt. Gute Innenverteidiger, können sie Westergaard kompensieren, muss man sehen. Petzos geholt, einen guten von Wien auf jeden Fall. Lennart Hü geholt, auch nur Zweitligastürmer. Dazu einen, wie heißt er denn jetzt hier? Justin Alders geholt, Drittligastürmer. Florian Kainz hat sich bisher nur in Österreich bewiesen, kann er sich in der Bundesliga durchsetzen? Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist wirklich schwierig und ich kann einfach noch keine Prognose abgeben zu Bremen beispielsweise, außer dass es schwer werden wird, weil sie haben Uja verloren, sie haben Westergaard verloren, sie haben Felix Kroos jetzt abgegeben endgültig und sie haben auch Pabiji Lobodji zurück verloren, an Chelsea und Öztunali abgeben müssen. Ist schwierig zu sagen, ja. Man weiß es nicht, was da so gehen wird. Darmstadt
bisher auch nur Torhüter geholt. Diese brauchten nach Martinias Verlust und Immanuel Höhn von Freiburg. Aber Wagner abgegeben, Kemper abgegeben, Martinia abgegeben, Konstantin Rausch abgegeben, Marco Seiler abgegeben, eine Mega-Identifikationsfigur. Dazu noch ein Luca Caldirola per Laie zurück zu Bremen, der auf jeden Fall da eine Lücke schließen kann. Ne, der heißt nämlich, gutes Talent, hat sich gut entwickelt bei Darmstadt. Aber das sind alles so die unteren Vereine, wirklich sehr, sehr schwer zu beurteilen. Anders ist es beispielsweise bei Hoffenheim, bei dem ich mir sicher, dass die keine Rolle im Abstiegskampf spielen werden, sondern er sich nach oben wieder orientiert oder im Mittelfeld. Haben beispielsweise einen Hübner geholt von Ingolstadt, der ein Starker ist. Ein Kevin Vogt geholt, der sich in der Bundesliga auskennt. Ein Demir bei geholt, einen Wagner, einen Ruppen Kramaric, der sehr, sehr stark ist. Also bei denen denke ich mal, dass das ganz gut laufen wird. Schaulei hat sich eventuell auch noch ein bisschen bewiesen durch die EM. Ich bin nicht sicher, ob der vielleicht noch irgendwo hingeht. Aber sie haben im Endeffekt Volland abgegeben, eine riesen Identifikationsfigur. Das passt aber. Denn das haben sie mit Kramaric ersetzt und Yannick Haberer geht zu Freiburg, aber gut, ist zwar ein Talent, aber macht jetzt auch nicht wirklich was. Also ich denke, bei Hoffenheim läuft es ganz gut und dass sie Joelinton ausleihen konnten an Rapid Wien und damit noch ein bisschen Geld einnehmen konnten, ist auch in Ordnung. Ansonsten, ich sehe halt wirklich einfach noch nichts, was so schlimm ist, muss ich einfach so sagen. Ich glaube, Hoffenheim hat gute Transfers gemacht und wird sich oben wieder ein bisschen festsetzen können, beziehungsweise im oberen oder mittleren Mittelfeld. Die werden wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Bei Frankfurt läuft es ganz gut. Die haben sich Ante Rebic geholt von Florenz per Laie. Das ist ein guter Stürmer, mit dem sie auf jeden Fall was anfangen können. Jesus Vallejo von Real Madrid per Laie, ein guter Innenverteidiger, auch wenn es nur per Laie ist, genauso wie halt Rebic. Dani Blum von Nürnberg ist auch kein schlechter, der kann auf jeden Fall weiterhelfen. Dann Omar Mascarell von Real Madrid, ein weiterer Mittelfeldspieler. Muss man mal schauen, was der machen wird. Brigotta haben sie einen potenziell starken Stürmer, der sich noch nie wirklich beweisen konnte, aber vielleicht jetzt mal das Ganze machen könnte und dann haben sie kann. Und dann noch mit Tabata von Maccabi Haifa, einen vernünftigen Linksverteidiger als Ersatz. Haben natürlich auch Zambrano abgegeben beispielsweise und Ninjowski abgegeben, einen Waldschmidt abgegeben, Benatira ist jetzt erstmal wieder weg, Sonny Kittel haben sie abgegeben, Kranajan ist per Leih zurück zu Schalke, aber es sieht so aus, als ob sie noch ein bisschen was holen würden und sie haben gute Transfers gemacht, per Leih vor allem beispielsweise halt mit einem Vallejo und ich denke mal, das wird schon einigermaßen funktionieren. Freiburg hat sich in meinen Augen als Aufsteiger sehr stark verstärkt, Söyüncü, Haberer, Bulut, Gulde, Meffert, Injowski, Christopher Julian ist per Leih zurückgekommen, Zulechner, Mitrovic ist per Leih zurückgekommen, also beziehungsweise von der Leih zurückgekommen von Gent, auch wenn er wahrscheinlich wieder geht, genau, sehe ich jetzt gerade schon richtig und Julian geht zu Toulouse, oh, der hat sich anscheinend durchgesetzt da, Immanuel Höhn geht zurück. Hedenstart geht. Aber das sind alles so Transfers, die nicht so schlimm sind. Und sie haben halt mit Haberer, mit Bulut, mit Söyüncü, mit Meffert, mit Gulde gute Transfers gemacht, auf jeden Fall. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass Freiburg auf jeden Fall Chancen auf den Klassenerhalt hat und dass sie gerade durch die Talente und mit ihrem Trainer einfach, ja, ne, passt schon irgendwie. Und bei Leipzig, Keita, Werner, Marius Müller, ja. Was willst du groß sagen? Über Leipzig muss man gar nicht viel sagen. Die haben so einen starken Kader. Haben nur hier Länder und Teigel abgegeben und Quaschner, okay. Aber das wird sowieso klappen. Auch wenn es für einige vielleicht traurig ist, aber ich denke mal da, ja, passt alles. Tut mir leid natürlich jetzt für die kleineren Vereine, dass ich nicht so viel dazu sagen konnte, aber es ist teilweise auch noch nicht viel passiert. Bei den größeren Vereinen schon ein bisschen mehr. Die großen Fische gehen ja sowieso zu den großen Vereinen, die werden die meisten interessiert haben. Ich labere jetzt hier fast schon eine halbe Stunde. Das tut mir mehr oder weniger leid, aber ich denke mal, im Endeffekt war das ganz cool. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich beende das Ganze jetzt hier mal einfach, weil es viel zu lange dauert. Aber ihr könnt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung reinschreiben. Ich bin sehr interessiert daran und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es eventuell die nächsten großen Transfer-News gibt oder wenn es eventuell mal wieder FIFA gibt. Ich bin gespannt. Leider Gottes gab es bei mir einen Festplattenfehler, deswegen ist der ganze Transferkram von Liverpool-Karrieremodus weg und ich muss ja mit dem Saisonstart anfangen und kann auch nicht die ganzen Transfers zeigen, die ich geholt habe, beziehungsweise muss das irgendwie aufbauen. Ist schade, aber naja, ich kann euch sagen, da gibt es einiges Krasses, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin erstmal gespannt, wie euch dieses Video hier gefällt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Ich hoffe, ihr könnt euer Leben und euer Wetter genießen, je nachdem, wo ihr gerade lebt. Bei mir ist es riesig und bewölkt, aber mal schauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag noch, haut rein, passt auf euch auf und ciao.